Ah, Space. The Final Frontier. Liebe Leute, ich bin der Seite Sofix. Wir sind hier immer noch im Saber Wars. Beim letzten Mal haben wir hier den Big Blue Tank hier angegriffen. Wir mussten dort gegen niemand anderen als Anastasia, die Saber Killerin, antreten und konnten diese bezwingen. Danach mussten wir einen Großteil von Ishtas Juwelen opfern, was sehr amüsant war. Und nun verlassen wir den Planeten und schauen, wo wir als nächstes hinreißen. Did we make it? Hot turbulence on Big Blue Tank has ceased. The area is safe. Phew, another close call for Rock Bounty Hunters. Glad that's over with. So, how's Ishtar doing? Is she in one of the sleep pods to recover from the shock of losing all those gems? Wahrscheinlich. No, it looks like she's up on the deck thanking Altera. She's always being conscientious about things like that. Oh mein Gott, die normale Ishtar hätte jetzt erstmal, weiß ich nicht. Wäre jetzt erstmal nach Uruk gereist und hätte erstmal neue Juwelen angeschafft. My impressive Bounty Hunter. I quite enjoyed sitting back when, with a lack of mutant heat and watching the show you all put on. Zeko even recorded the whole thing. He says he would like to make a sci-fi movie from the footage. Apparently he plans on calling it Worthless Goddess vs. Grand Duchess of Ice, Showdown of the Frosty Sea. That sounds like the title of a monster movie, not a sci-fi flick. Oh, whatever. If you want to make a movie, go ahead. Just make sure you send us a residual if it sells well. Anyways, what are you going to do about that elevator shaft now that the mining operation has ceased? We leave it as it is. We trust the goddess will take care of it when the time is right. Thanks for all your help. Ah, if it was nothing. We were in the area anyway, so hey, you wouldn't happen to know a shortcut to the Forbidden Zones, would you? Like, say, one right around here in the interstellar map. So, you seek the floor of space. Then, you know about this place. Have you ever been there? I have not, for we have no business there. But if that is where you wish to go, and time is in the essence, then you should take the Path of Stones. The Path of Stones? Do you mean the asteroid belt? Not far from here. It says there are black holes and space debris blocking the various routes throughout it, and it looks impossible to navigate with a standard space map. But if we can get through it, does look like it could be a shortcut. And Remaxia hasn't said anything about him. I'm sure he's dying to get home as soon as he can. So this will be a good chance to prove he made the right choice coming with me. That said, I must warn you that it is a dangerous route, and autopilot will be of no help to you. Still, after seeing what you are capable of, I expect you could make it through there in about the average 90-minute runtime of a film without even needing the extra time for trailers. Well, I'm sure I'll figure something out. Thanks for your help, Altera. By the way, are you? Huh? Am I what? No, never mind. May the goddess watch over you on your journey. Once Ishtarushin gets back, we can finally do the slingshot anywhere around Big Blue. I can't wait. Well, in the meantime, I'd actually like to talk to you. Oh, what's up? Is something to you want Ishtarushin over here and not over here? Why is Space Ishtar an Avenger? Das ist ja echt eine gute Frage. Ey Leute, man, mir fällt gerade auf in ihren Augen diese Sterne, man. Das sieht so süß aus. Good question. I don't have a clue either. She doesn't seem like one to me. How about you, Maxi? Does she seem like a demon driven solely by the resentment and need for vengeance? I guess you could call her a demon in some sense. Oh, you mean how greedy she can be? Well, there's no reason for that. There's a reason for that. Ever since a little incident years ago. Ishtarushin's kind of had no choice but to become more, predatory about money stuff. But don't worry, deep down, I promise she is a hard worker who's really, really earnest. Okay, I'm back, come on, let's rev up the engine and get going. We're going through the asteroid belt next, so it's time for me to work on my piloting magic. So we're breaking through the Sargasso region, huh? A shortcut sounds great to me. Oh, by the way, Ishtar. I was wondering, what was up with the way you and the Great Duchess were trading bobs, even as you kept the town polite? Have you two met before or something? No, it's not that.
Estrian just used to attend a school for proper young ladies, so she already knows how to handle princesses. A school for proper young ladies? What? You got a problem with that? I wasn't always a bounty hunter, you know? I used to go to a school like anyone else. I see. I guess every servant has their own story, huh? Still, I was surprised you didn't perk up more when you found out the planet was made up for high purity altrium. Oh yeah, I guess I was just too angry to pay attention to that at the time. But honestly, while I did hate to pass on those gems, I don't mind letting the altrium go. I mean, if I took over the operation and started selling it all by myself, I'd be no better than smashing it out, right? A goddess of justice always helps people out, and is compensated for the time with money and gratitude. If I just focused on the money and didn't care who I hurt to get it, I'd be the only one enjoying myself. Say, so admit you'd enjoy that. What about you, Ix? Would you have been a good chance for you to build a new spaceship? Oh man, you're right. I can't believe I forgot all about it. Huh, maybe you started to rub off on me more than I thought. Yasmin's pretty tough with contracts and payments, but she's way more relaxed about profits and loss. I love the selfless side of her. She always seems to spark extra brighter when she's being generous. That does sound like the space sister I've come to know. Aww. What's that supposed to mean? Flattery won't buy you a discount. Alright, enough pointless chatter. Let's get going already. Besides, if you hang around too long, that frigid Grand Duchess might show up looking for a wrench. You got it, bring mana engines online. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel, viel weiter, sagte schon Boss Lightyear und wir sagen es genauso. Also, gut, dann tausende Milliarden Quests wieder. Super Shortcut Scooter. Das hört sich irgendwie brutal an. Aber werden wir schon irgendwie schaffen. Wo sind meine Brides? Da sind meine Brides. So, dann nehmen wir Bride, würde ich mal sagen. Oder ich weiß gar nicht, welche Ziele ich brauche. Machen wir mal die. So, ich habe jetzt die 50% Start C. So, ich wollte Charge und Start gleichzeitig sagen. Das ist irgendwie gar nicht so einfach. Na gut. Schauen wir mal, ob das so klappt. Denn, liebe Leute, Mann, ihr wisst doch, mit Space Station gibt es keine Stoff. Oh mein Gott, in dem Moment ist sie so broken. Ich meine, sie ist danach auch so broken. Aber in dem Moment ist sie schon besonders broken, Mann. Ja, dann schauen wir mal, ob das hier mit der C besser klappt. Weil, wie gesagt, ich habe es ja eigentlich schon immer geschafft, mit ihr zu loopen. Sogar bei Berserkern, aber halt mit 50% Anfangs C. So, einmal Bright. Zweimal. Ja, okay, das sind jetzt. Aber es sind nur zwei Waves. Ja, gut, bei zwei Waves ist mir das wurscht. Ich meine, da könnte ich jetzt einen Buster MP raushauen und würde es trotzdem schaffen. Weil ich habe ja Waves 50%igen Charge und. Ihren 50% Charge. Es ist also schade, Mann. Wir sehen, wie gesagt, wir haben es ja einmal in dem Boss gegen Billy gesehen, dass jede extra Cut ja nochmal mehr Schaden macht. Jetzt kann ich gleich. Ich weiß aber nicht, wieso ihr den Pieren-Emotion immer langsam geht. Und ich weiß auch nicht, was diese gigantische Ischda ist, Mann. Ich freue mich echt, dass sie jetzt erfahren, was das für eine Ischda ist, weil ich habe keine Ahnung, Mann. So, was willst du jetzt befunden? Immer noch 40%, das ist schon mal noch saumäßig gut. Und nochmal ganz wenig, so ein bisschen Schaden raus, aber nicht so richtig viel, nur ein bisschen, ihr wisst schon, wie man das also macht. Das ist cool, Mann. Ich bin immer noch unentschlossen, welche Ascension ich von ihr lasse. Ihre erste ist so ein bisschen düster. Die erinnert mich irgendwie so an Darth Maul. Die zweite ist halt immer so gut gelaunt. Das ist natürlich super. Aber bei der dritten Ascension, da haben wir nicht ihre coole MP-Musik, Mann. Und die MP-Musik, die ist schon sehr wichtig, Mann.
So, oh, so viel Saber Bitches. Sehr gut. Gut, dann haben wir den schon wieder geschafft. Hüpfen wir gleich zum nächsten Areal. Oder auch nicht. Ah, Space Jelly Beans wieder. Unlimited Space Jelly Beans. Zim! Was? Ah! Contact with Kaito Comet. Kaito? And Ryder. Okay. Frag mich nicht, was hat. Oh, Cast Elizabeth. Oh, Great Cast Elizabeth. Das ist ja der Style, liebe Leute. Das ist ja der richtige Style. So, finden wir hier. Oh, wir finden eine Tammy Bay. Tammy Bay! Dann. Nehmen wir einfach mal hier. Hundred Face. Oh, sollte schon schief gehen. I hope it. I hope it. Ja, komm, sie hat 100% Damage ab, Mann. Leute, Mann, was ist das für ein Komik gewesen, Mann? Also, ich finde die Incendium-Rumen, das ist ja gut. Scrappy's Cosmo Boar. Hat uns ja einfach ein Komik getroffen, Mann. Was für ein Ding. Und ein Kaiju, Mann. Du würdest mich eigentlich nicht wundern, wenn es eine gigantische Elizabeth ist. So, Space Elizabeth incoming, liebe Leute. Space Elizabeth. Oder Velva, liebe Leute. Ja, nur mal so. Kleines Fate Exteller aus. Und was haben wir da? 357, das könnte hart werden. Naja. Oh, wir fällt gerade auf, wir haben zwei Caster dabei. Da weiß ich jetzt natürlich nicht so gut, wie gut das jetzt hier laufen wird, aber wird schon. Wird schon. Einmal 100 Face MP und dann war's das. Das könnte echt sein, Mann. Also mit Brights, mit Tammys Charge. Also sterben davor. Also sterben davor. Weil wir können echt sterben. Mal ist das so. Kann man denn ändern, Mann? Alter! Was ist denn das für ein Schmorn? Warte, das ist. Increase. Ja, genau. So. Wollte ich mir gar nicht ärgern. So. Goodbye, Eva. Es war eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Gar nicht wehgetan. Hat gar nicht wehgetan. Okay, wer hat's ein bisschen wehgetan? So, wer kommt da nicht rechts? Oh, Elizabeth. Das ist, ey, Leute, aber das ist echt perfekt. Nee, das ist echt geil. Unlimited 100 Face Schaden kommt jetzt. So, wir haben zwei Karten mit mir. Ich meine, das würde. Natürlich lohnt Tammy's MP1 ist, aber ich habe die Hoffnung, dass sie das Viech instant killen kann. Also 100.000, glaube ich, macht sie Schaden so. Und dann kann sie vielleicht die MP loopen. Schauen wir mal. Okay, 100.000 ist, glaube ich, ein bisschen wenig gewesen. 84.000, ja, ja. Ja, aber okay, mit der 100% Damage sehen man. Und Tamo muss buff, man. Mit Tamo muss buff ist jeder. Jeder Art 7 broke, man. Oh! Zwei goldene XP-Karten, das ist sehr nett, weil ich habe meine ganzen hier für Space Stars gegeben. Ich habe jetzt, ich habe mich irgendwie verrechnet, Mann. Das liegt daran, dass ich, Jaina gleich noch auf Level 100, Level 80 gemacht habe. Deswegen hätte ich jetzt zu wenig für, Skadi. Aber, werden wir schon noch zusammenbekommen. Okay. Sargasso Abyss 1. Oh. Sounds interesting. Aber erstmal, sag mir hier ein paar Bounties an. So, haben wir noch ein paar bisschen was? Ja. Unlimited Quest hier. Ach, für die Quest habe ich auch hier übrigens Altrium gebraucht. Das sehe ich jetzt. Zum Glück habe ich das bis jetzt noch nicht ausgegeben. So, noch mehr Senk, noch mehr Mana Prism, noch mehr Mana Prisms. Von der Saber Bitches, das haben wir doch auch. Ach, haben wir noch nicht 400 Silver Badges? Echt nicht? Okay, man lernt nie aus. Okay, liebe Leute, und dann würde ich mal sagen, starten wir direkt mit dem nächsten Abschnitt im Sargasso Abyss. Liebe Leute, was werden wir wohl machen? Was werden wir wohl machen? Es ist so schwer, liebe Leute. Es ist so ein. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Natürlich, wenn wir Space Ister. So, okay. Das Event ist komplett Space Ister. Nein, ich hab's auf 100 gegradet, man. Übrigens, nur hier zur Ding. Auch hier. Ich versuche jetzt sie zu fuhen. 1460 haben wir schon. Die Hälfte haben wir schon.
Oh ne, Verzeihung, ich brauche ja eine Bride. Ich brauche ja eine Bride, Bride, Bride. So, ich mach's jetzt mal mit der 50% Damage abziehen. Schauen wir mal, was dann so rauskommt. Okay, liebe Leute, dann reisen wir schon zum nächsten Planeten. Im großen Saber Wars 2 to the beginning of the Space Event, Sargasso Abyss 1. Schauen wir, was uns hier nun ein fürchterlicher Swordmaster erwartet. Okay, das sind schon ein paar Teile von anderen Schiffen. Okay, we're navigating the Sargasso Abyss as we speak. There's a lot of debris around here. Defers are all over the place there that is impossible to actually plot out a position. This place is generally called the Sargasso Abyss. Because trying to use autopilot here will only have you going in circles. Sargasso. Oh, really? I guess people think the same way no matter what universe they live in. Hey, es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil ich die erste Antwort genommen habe. Tell me more about the universe, Maxi. How do people think about romance in your world? Are there a lot of couples that have big age gaps? Would you mind not flirting with Maxie while I'm trying to navigate a deadly asteroid belt chain? Besides, I'm counting you to take over in an hour, so I need you well rested. Okay, man. You're no fun sometimes, Sisterin. You do realize that we get stranded here if we are all dead, right? Good point. I've heard rumors about this place on my own journeys. True to its name, they say it's a bottomless abyss where stars go to die. But on the flip side, they also say it's a great palace, place to meditate, since nobody else can contact you there. I don't know who first came up with this, but I've heard it describes a surprisingly addicted snack bar at the ass end of the universe. I doubt we'll be getting any drinks or snacks here, but I guess the black holes still make it bottomless. That said, I can at least tell where the black holes are. So we should be fine as long as we give them a what? I hear that, Tommy Grolishrin. Did you go on a diet without telling me? No, I just ended up skipping lunch. Who do you think's been steering the ship while you were talking, taking a nap? Maxi, if you've got the time hang out with Shame, then you've got time to get me a protein bar. There should be still a fancy strawberry one from Space Gadia. Dear, that I've been saving. Oh, I just polished that one off myself. What am I gonna do now, Maxi? Alright, on a completely unrelated note. If anyone at all dares to take that special snack I've been saving, I will murder them. But then, that would never happen with us, right? You'd never do that to me, would you, Jane? Help me, Maxi! Give me only hope! I can see the sand coming off your brother and turning to a blast as we speak. Since I don't have anything better to do, would it be okay if I cooked instead? Huh? Sure, that's fine. I didn't know you could cook, Maxi. Well, the only thing I can make is curry. Oh, Tamamo Cat und Ibe haben mir das beigebracht. Curry? You know how to make curry, Maxi? Die heilige Macht des Currys, oder? I'm impressed, Maxi. It's not like curry's the most delicious thing in the universe or anything, but I mean I'd have seconds. If you don't mind cooking again, I wouldn't mind having curry for dinner too. I always thought curries only came in powder. Who knew if curry was so spicy and sweet? It's easy to make a combination of all sorts of ingredients, and there's enough punch to blast away on any loneliness and might feel eating in your own. It's a perfect food for survival camping. Cosmic noodles are great and all, but I'm calling it now. This marks the dawn of the age of curry. Suffice to say, I'm definitely having some the next time I'm on Earth. Thank you, Caldea Cafeteria guy. Schade, ich dafür sehe, das ist eine kleine Vision von ihm, ja. Warning! Hostile entities approaching. They appear to be life forms indigenous to the asteroid belt. Species confirmed. They are wild space cats that have been driven berserk by an uncontrolled release of pungent spice into the ship's atmosphere. Leute, cats? Is this nicht echt Tamamo Cat? Really? Wait, hold up! I thought this talking thing was just a fancy PPS, planetary positioning system. I think it says it's pre-recorded, right?
Does this mean they accounted for this exact kind of situation when they were making it? Good point. Even with the creators were perfectionists, this seems like it would be going overboard. Never mind that now. We have to get out there and fend off those cats. This flavor is too much for the innocent minds. Das Curry ist zu scharf für die armen Katzen. Okay, ja, weiter. Liebe Leute, wir sind halt Masterkoch. Ich kann keinen Curry machen. Ich bin Maggi fertig fix, Mann. So. Okay, Kitty Cat. Dann kommt sie ja, Fettel Battle. Was ist echt da, wo geht's? Dabei habt doch mehr oder weniger ihr uns das Kochen beigebracht. Und jetzt wollt ihr es zurückhaben, das Curry? So, es sind 4 Gegner. Ja gut, dann ist mir wieder wurscht. Sie wackeln alle so, das sieht cool aus. Zeit, ein bisschen zu cruisen. Jotte, Jotte! Das können wir ganz sagen. Also, erstmal schön MP wieder von. Mit Best Musik. Und das muss ich erst sagen, das habe ich erst kurz jetzt vor dem Event entdeckt, wieso eigentlich Space Sister so broken ist. Nämlich, sie erhält ja für jedes ihre, also immer wenn sie ein MP raus hat, erhält sie ihr MP Strengthening ab. Und das ist ja das Krasse an ihr. Esch-Wat-Tamont-Man. Was hast du mit deiner Katze zu tun, Ash? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist so krass, Mann. Das ist so krass, Mann. Aber das Ding ist ja, wie gesagt, sie hat jetzt, also sie kann, theoretisch jedes Mal, wenn sie ihr MP raushaut, wird ihr MP stärker. Das heißt also, wenn du wirklich das dritte Mal das MP raushaust, hast du im Endeffekt 3 MP Strengthening ab. Und das Ding ist ja, die wenigsten Servants geben ihr MP Strengthening ab. Ich meine, Quick Buff, Arts Buff, Attack Up haben viele, aber MP Buffs sind halt immer noch ein bisschen seltener. Und das ist ja so broken einfach, die Tatsache, dass sie halt, wie gesagt, immer stärker wird. Also, wie gesagt, also hätte ich jetzt 3 Waves mal, wo ich wirklich raus hatte, dann bin ich automatisch in der dritten Wave am stärksten, wenn sie ist. Derbe broke, man. Aber es ist ja auch meine Space-Sister. Ich glaube, so, Mann, das ist so krass, Mann. Das ist so ein Traum, Mann. Ich sage ja, safe bis Kastoria. Okay, dann können wir jetzt weitermachen. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt Lust, wir machen jetzt kurz noch als kleinen Abstecher was anderes. Und zwar, wir haben hier diese Wanted-Posters. So, diese Wanted-Posters, die wir uns ja freischalten können und dadurch Quest dann erhalten. Ich würde sagen, wir kaufen uns einfach mal das erste Wanted-Poster hier. So, und jetzt haben wir hier eine zusätzliche Quest freigeschaltet. Jetzt schauen wir mal kurz. Hier ganz am Anfang, hier im Texas Beyond. Gegen ein Saber und ein Fragezeichen. Aha, aha, aha. Da es wieder irgendeine seltsame Klassenmischmasch geben wird. Normalerweise war immer früher Fragezeichen, weil immer, dass irgendwie ein Demon-Go-Pille auftaucht. So, machen wir einfach wieder ein olles Vlad-Team. Blatt? Oh, habe ich mein Blatt-Team schon aufgegeben? Ich glaube, ich habe mein Blatt-Team schon wieder weggemacht. Damn you. Ja, okay, es ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Dann Space ist der Rin raus. Fladenbrot rein. Damage T rein. Und Bright für den Anfang rein. So. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, oder? Genau. Ladi schafft es schon. Also, liebe Leute, dann schauen wir mal hier. Was hier für Rise Bounty Hunter Spice Raspus. Ach, okay. Ich kann von der Klasse, kann man es nicht mehr absehen, weil wir wissen ja, dass jeder Servant theoretisch ein Saber ist, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist Toter. Aber ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, so von dem Ding. Rise Ding ist normalerweise Toter. Ja, war ja fast klar. Erinnert uns nämlich sehr an Gilfest.
So, einmal Schwarz. Oh, warte mal. Laugh for the People ist... Das ist echt eine nette, wenn man das immer am Anfang gibt, weil dann wird er natürlich noch umso tankiger. So, dann... Jetzt ist die goldene Frage, wollen wir hier das MP gleich wieder zu Anfang raushauen? Machen wir's, oder? Ich habe halt die Hoffnung, dass ich beim nächsten Mal halt echt mal Vlog-Karten ziehe, weil dann haben wir es eh gleich geschafft, Mann. Aber ich sehe schon wieder, komm, das wird schon wieder nichts. Das wird schon wieder nichts. So wie gerade eben, Mann. Ich habe jetzt 4 Vlog-Karten von 10 möglichen Karten noch. Und da ist es eigentlich schon mal möglich, dass ich die eine oder andere Vlog-Karte ziehe, aber... Es ist immer so eine Sache. Ich hätte übrigens dann sagen. Ah, danke schön. Ich greife Vlad an. Toll. So sollst du Vlad aber nicht angreifen. Alter! Ein Schmarrn. Ein Schmarrn, liebe Leute. Ja, okay, jetzt machen wir 60% haben wir jetzt Charge. Ja, wenn er Vlad zweimal angreift, dann sollten wir es dann bekommen haben. Aber er greift ihn nicht an. Ich weiß doch, wie das läuft. 70, komm. Du bist so ein Penner, Mann. Du bist so ein madiger Penner. Na gut, dann machen wir es halt auf die langweilige Art und Weise. Hau dir einfach zu Klump, Mann. Ich wollte halt ein MP raushauen. Tut mir leid, liebe Leute. Müssen wir es halt so machen. Okay, liebe Leute. Dann haben wir noch diese schöne Party-Quest hier bezwungen. 75 Punkte. Ja, nice, liebe Leute. Ihr kriegt ja die Badges ohne Ende. Und was haben wir von 1,5 Millionen KP-Gold? Haben wir einen Toter jetzt zur Strecke gebracht, damit er natürlich meine Belohnung abholt. Oh, City of Drasse, die brauche ich unbedingt. Oh ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es hier weiter mit Let's Play Saber Wars 2. Bis dann und rein auf Wiedersehen. Ciao.